Johann Wilhelm Heinrich Conradi, 1824 bis 1861, Rote Straße 30. Johann Wilhelm Heinrich Conradi. Johann Wilhelm Heinrich Conradi, geboren am 22. September 1780 in Marburg, gestorben am 17. Juni 1861 in Göttingen, war ein deutscher Mediziner. Leben. Johann Wilhelm Heinrich Conradi war der Sohn des Johann Ludwig Conradi sowie dessen 1835 gestorbener Frau Anna Florentin und wurde in Marburg am 22. September 1780 geboren und besuchte ein Gymnasium in Hanau. Medizin studierte er ab Ostern 1797 an der Universität Marburg. Zum Doktor der Medizin promovierte er am 13. Januar 1802. Bereits zu Ostern übernahm er eine Dozentenstelle, wurde 1803 außerordentlicher Professor und zwei Jahre darauf zum ordentlichen Professor befördert. 1809 übertrug man ihm die Leitung der Poliklinik. 1812 wurde er Direktor der stationären Klinik eines Krankenhauses, dessen Bau er selbst mitgeleitet hatte. Eine Professur der Medizin und die Leitung der Universitätsklinik an der Universität Heidelberg übernahm Conradi im Herbst 1814. Weiterhin erhielt er Wünsche, er möge Stellen übernehmen. Zuerst 1818 von der Universität Bonn, dann von Jena in Berlin und schließlich von der Universität Göttingen. Die Angebote jedoch lehnte er allesamt ab. Als letztere Universität 1823 erneut eine Stelle anbat, nahm Conradi sie wahr. So übernahm er zunächst das Poliklinische Institut und später 1837 das Akademische Krankenhaus, welches er bis 1853, seinem 50. Professorjubiläum, leitete. Seine Lehrtätigkeit jedoch behielt er bei. Als Arzt, Hochschullehrer und Klinikleiter leistete Conradi anscheinend gute Dienste und war nicht nur unter seinen Schülern beliebt. So wurde ihm seitens der Regierung 1812 eine Stelle als Hofrat angeboten. 1819 beförderte man ihn zum Geheimen Hofrat und 1852 zum Obermedizinalrat. Darüber hinaus war er Ritter des Gülpenorden und gehörte mehreren Gelehrtengesellschaften an. 1853 auch hatte er den Ehrendoktor der Philosophie von der Philosophischen Fakultät Göttingen ausgehändigt bekommen. Am 17. Juni 1861 verstarb er im Alter von 80 Jahren. Conradi war in erster Ehe mit Johanna Friederike Schreit, die vor 1824 gestorben ist und aus Hanau stammt, verheiratet. Nach deren Tod verheiratete er sich in Göttingen mit Johanna Marie Ernestine, die 1799 geboren wurde und bis 1857 lebte. Aus der ersten Ehe stammen 5 Söhne und eine Tochter, der zweiten Ehe entstammen 2 Söhne.